Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi zusammen nicht zur Zeit. Wir müssen jetzt wieder zum Professor, wie ihr am oberen Bildschirm sehen könnt. Und im letzten Part haben wir den schönen Raupenboss besiegt, den ich eigentlich so sehr mag, aber der irgendwie viel zu schnell vorbei war. Ja, wir gehen jetzt erstmal nicht zum Professor, weil ich zuerst in den Item Shop will. Aber zuerst noch meine AP generieren will. Wenn sie nicht schon gerade voll waren, was ich nicht glaube. So, ein paar Tots unterwegs, interessieren uns nicht. So, jetzt der Itemladen. Nicht springen. So, als erstes Ausrüstung kaufen, Bekleidung. Markenhosen und Lieblingshosen sind neu. Markenhosen gleich erstmal bei Luigi aus, dann nochmal kaufen und bei Mario. Lieblingshosen machen wir auch mal gleich für die Kleinen alles mal hoch. Können wir auch gleich dran bekommen verkaufen. So, nein, diese Pilze und Items wollen wir nicht verkaufen. Wir wollen Flickhosen zweimal verkaufen. Wilde Hosen. Dafür gab es nur drei. Kann man aber nicht so schlecht sein. Und wir gibt die Jeans auch einmal und ich glaube, das war's. Ja, das war's dann verkaufen. Gibt es sonst noch neue Orden? Pilzorden erhöht die durch Pilz aufgefüllten KP im Kampf ein wenig. Durch Angriffs-Item besiegte Gegner bringen mehr Erfahrungspunkte. Den Ring mag ich, den hole ich mir sofort. Den Greifen soll ich schon. Ich greife nicht gegen Mario an, wir rüsten ihn damit aus. Und Münzen, Sparen für die Fluchtbeute und stabiles Ort. Na, wir holen ihn jetzt auch mal. Wenn wir schon, dann müssen wir die Gegner mit Items besiegen, bekommen mehr Münzen und mehr Geld. Hat doch schon etwas. Holen wir uns doch. Wow, es gibt sogar neue Items. Eisblume. Alle guten Dinge sind drei, ne? Paradox Eye, auch mal drei Eier und für den Rest holen wir uns mal Kanonengeballer. Zur Sicherheit lieber, wenn ihr hier seid, all das Geld ausgeben. Wenn ihr wiederkommt, habt ihr erstmal genug vom letzten Level. Jetzt müssen wir erstmal mit dem Professor reden. Wurde auch Zeit, dass ihr Jungs euch zeigt. Ihr seid sicher auf ein paar fiese Hindernisse gestoßen, nicht wahr? Ja. Ich bin zutiefst beschämt, Professor. Beinahe hatten wir ein Paar der Splitter, aber dieser kleine Bowser-Kerl hat sich mit beiden aus dem Staub gemacht. Chill langsam. Kein Grund, Tränenflecken auf dein Leder zu machen. Kurzer kein Bein. Hier sind noch mehr Zeitstrudel aufgesprungen als Toast aus einem Toaster am Sonntag. Nicht witzig. Und aus Empfangen, und aus einem erfange ich besonders starke Kobaltsternsplitters Energiesignale. Ich bin mir sicher, das ist der Zeitstrudel, den ihr euch vorknöpfen solltet. Genau dorthin muss Baby Bowser entkommen sein. Mario, Luigi, wir müssen ihn jagen. Wir müssen es ihm heimzahlen. Bevor ihr losstürmt, solltet ihr vielleicht noch einmal den Palast inspizieren. Und noch etwas. Da ist dieser laute Kerl aus der Vergangenheit, der mit einem Baby rumläuft. Er und Horsworth waren im Garten. Könnt ihr bitte mal nachsehen und dafür sorgen, dass draußen nicht so viel Tamtam entsteht? Ja, das erledigen wir gleich. Und wenn ich mich recht erinnere, bekommen wir eine neue Fähigkeit. Und außerdem glaube ich nicht, dass wir jetzt in die andere Zeitschule, bis auf in denen, denen wir müssen, kommen können. Weil wir dazu Fähigkeiten brauchen, die wir noch nicht haben. Oder so. Sitzt ein freundliches Gesicht auf, älteres Ich. Wir müssen der Prinzessin Freude bereiten. Streng dich an.
bin völlig am Ende. Reiß dich zusammen, Mann. Lächle, sag ich. Lächle. Ja, die kleine Wein. Todfürst, der Jüngere. Die Prinzessin. Sie hört nicht auf zu weinen. Keine Sorge, älteres Ich. Wir haben ja noch gar nicht richtig losgelegt. Arme ausstrecken. 3, 2, 1. Crossword Twist. Ja, den kleinen gefällt mir. Wie lange sie in der Luft bleiben können. Ziemlich gut, älteres Ich. Unser Mündel kichert. Luigi betrachtet alles mal schön. Boah, der Ältere ist schon unmächtig. Oh, die Meister Mario und Luigi, wie erwachsen ihr doch geworden seid. Ich bin mir unserer Lage durchaus bewusst. Eine ziemlich üble Situation. Die erwachsene Prinzessin Peach, das Königreich. Ihr müsst beide retten. Und ich werde hier warten und auf euren Sieg hoffen. Was sagt ihr da, alter Knabe? Ihr möchtet unseren Move erlernen? Nun, wenn euch dies hilft, eure Pflichten zu erfüllen, wird es uns natürlich eine Ehre und ein Privileg sein. Kommt, lasst uns üben. Kopf hoch, älteres Ich. Wir dürfen jetzt nicht versagen. Ja, und ein weiteres Tutorial, und ich glaube, ich werde nicht vorlesen, sondern euch einfach nur erklären. Es ist ähnlich wie bei Baby Mario und Baby Luigi. Man drückt auf den R-Knopf und kann dann was machen. Das war genau das, was wir eben schon gesehen haben. Fliegen, könnte man sagen. Nein, wir schweben nur kurze Zeit. So, das machen wir auch mal gleich. Eigentlich müsste man da doch runterfallen. Nein, fliegen rüber. Dieser Wechsel hier im Tutorial nervt mich immer am meisten. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Und Tutorial schon vorbei. Kleines, kurzes Tutorial. Mal wieder. Ich mag irgendwie keine Tutorials, wenn ich Spiele schon kenne. Ich denke, dieser Wirbelsprung gewährt euch Zutritt zu schwer zugänglichen Bereichen. Und an die Arbeit, Sirs! Nützt den neuen Zeitstrudel und rettet unsere Prinzessin! Ja, sind dabei und ich guck trotzdem nochmal nach, ob man nicht wirklich hier an diesen Strudel kennt. Doch, man kann hier rein. Worum geht's? Ich glaube, das war Dorfkuddelmuddel. Ab in die Vergangenheit. Und wir sind. Ja, Dorfkuddelmuddel. Oh, was denn alles weiß und ist schon wieder kurz hängen geblieben. Doch, nämlich hier, wo man eigentlich nicht war. Ich glaube, du bist halt auch nicht hin. Phoenix. In klein, hier. Hier bleibt er oben drauf. Nein, noch nicht. Erstmal hier hoch. Und dann wird. Hoch, Luigi. Komm, geht doch. Die Kleinen müssen da weg. Wir müssen da weg, sonst kommt eine andere Technik, nämlich die, dass die kleine. Nein, die können wir noch nicht. Wir müssen nur wissen und dasselbe machen und dann kommt die Technik erst. Anstatt, wir machen doch trotzdem dasselbe. Das ist doch total unnötig eigentlich. Nicht nur eigentlich, es ist unnötig. Egal, machen wir das, was der Professor uns gesagt hat und gucken uns im Schloss einmal ein bisschen. Oder eher gesagt, mit 6 Augen mehr. Mal das ganze Schloss an. Das Ganze ist ein bisschen viel. So, mal gucken, was ist hier drin. War da, glaube ich, noch nicht. Doch, hier war da einer Pilz. Ja, da unten nicht oben. So, den Raum, da kennen wir ja schon. Geht's uns in den Wald. Dann gehen wir mal geradeaus.
da, wo sonst noch ein Strudel ist, den wir aber noch nicht hinkommen, weil wir erstmal die Fähigkeit, die ich eben eigentlich ausprobieren wollte, machen müsste. Da schweben die Babys nämlich noch weiter hoch, höher als die Großen springen können und die Lüfte unten festzuhalten. Doch das hätte man am Anfang auch machen können, an den Seiten bei den Treppen die ganzen Items aufzusammeln. Nur noch 20 Hits, davon könnte ich jetzt noch irgendwelche Items holen, mache ich aber nicht. So, Treppe hochgegangen. Und Röhre. Egal. Speichern. So, Babys Level 10, das ist nicht schön. Na gut, schön, aber nicht schön, dass die Älteren nicht so sind. So. Die sagten schön unzugängliche Bereiche gelangen. Luigi, du bist doof. So. Rüber. Trainingsorden. Das tut der nochmal. Orden, Trainingsorden. Setze beliebig viele Angriffs-Items ein, aber. Gern, wie viel hat jemand da noch mal verliert? Ich glaube, die Babys hätten wir sowieso einfach irgendwie weglassen müssen. Das sowieso nur voran, indem man diese schöne neue Technik benutzt. Und wieder mal mache ich was falsch. So, eine Münze. Und ihr müsst das so machen, dass Luigi auch springen kann, sozusagen. Mario drauf. Ja, sicher mal. Fall runter, Luigi. Fall runter. Fall runter. Du fällst hier sowieso in diesem Part zu oft runter. Da geht's hoch. So. Müssen wir hier auch das machen? Nein, wir können da auch rüberspringen. So, hier ist ein M mit einem Apfel DX. Schon wieder. Ich glaube, damit können wir sogar durch die Zeit die Partner herholen. Das finde ich komisch. Ich glaube, ich habe ein paar Bohnen übersehen. Ich habe nicht auf den Boden geachtet. Auch nicht so wild. Die Vergangenheit und Yoshi's Island in der Vergangenheit. Ich mag die Geschichte hier. Aber es ist auch ein bisschen nervig, was man hier alles machen muss. Dazu aber viel mehr im nächsten Part. Ich sage auf Wiedersehen und bis dann.